21. Die Griechen in Bedrängnis. Die Sonne war gerade aufgegangen, als Agamemnon den Befehl gab, sich zum Kampf zu rüsten. Er selbst legte seinen Harnisch an, der aus Eisen, Gold und Zinn gefertigt war und prächtig im Morgenlicht glänzte. Er hängte sich sein goldenes Schwert um und griff zu seinem Schild, auf dem ein grässliches Gorgonenhaupt zu sehen war. In dem Moment, als Agamemnon sich den viergipfligen, von Rosshaaren umwallten Helm aufsetzte, hörte er auch schon die Trojaner zum Angriff blasen. Der oberste Heerführer der Griechen eilte zu seinen Männern. Dem Kriegsgott Ares gleich schritt er in die Schlacht. Hera und Athene begrüßten ihn mit einem freudigen Donner. Agamemnon begab sich an die Spitze seines Heeres und gemeinsam überquerten sie den Schutzgraben, der das griechische Lager umschloss. Dann gab er das Signal zum Angriff. Die Soldaten stürmten mit lautem Kriegsgeschrei los und prallten mit dumpfer Wucht gegen die anrückenden Trojaner. Es dauerte nicht lange, da gewannen wieder die Trojaner die Überhand und schoben die Griechen vor sich her auf den Befestigungsgraben zu. Der Graben, der ihnen sonst Schutz bot, drohte nun zu einer tödlichen Falle zu werden. Agamemnon blieb nichts anderes übrig, als zum Rückzug zu blasen. Es schien ihm das Klügste zu sein, sich hinter den Graben in das Lager zurückzuziehen und den Trojanern vom Verteidigungswall aus Widerstand zu leisten. Hektor feuerte seine Männer an, den Befestigungsgraben zu stürmen. Doch war dieser zu breit, um ihn einfach zu überspringen, und viel zu tief, um mit den Streitwagen hindurchzufahren. Überall ragten spitze Pfähle empor. Nur an einer Stelle war ein schmaler Durchgang. Asios hatte ihn entdeckt und versuchte, mit seinem Pferdegespann durchzubrechen. Einige Trojaner folgten ihm. Aber die Griechen standen auf dem aufgeschütteten Wall und begrüßten die Mauerstürmer mit Pfeilen und scharfkantigen Steinen. Asios wurde getroffen und fiel verwundet von seinem Wagen. Doch die Trojaner waren nicht aufzuhalten. Immer wieder rannten sie gegen den Schutzwall an und versuchten, eine Bresche in die Reihen der griechischen Soldaten zu schlagen. Am Haupttor zum Lager hatte Hektor in der Zwischenzeit einen großen Felsbrocken aus dem Boden gerissen. Er rannte gegen das Tor und versuchte, die Holzbalken zu zerschmettern. Die Türen ächzten unter den schweren Stößen und gaben schließlich nach. Mit einem dumpfen Krachen flog das Tor auseinander. Hektor drang ins Innere des Lagers vor, dicht gefolgt von seinen Streitgenossen. Es gab kein Halten mehr. Die Trojaner kletterten zu Hunderten über den Wall und verfolgten die fliehenden Griechen bis zu ihren Schiffen. Als Zeus sah, dass die Trojaner schon ins Innere des Griechenlagers vorgedrungen waren und die erschöpften Griechen überwältigten, wandte er seinen Blick von der Schlacht ab und überließ sie ihrem Schicksal. Athene und Hera aber beobachteten erschüttert, wie ihre Schützlinge immer mehr in die Enge getrieben wurden. Doch nicht nur sie waren unglücklich über die Entwicklung der Schlacht. Auch der Meeresgott Poseidon sah vom obersten Gipfel des Ida-Gebirges mit großem Unwillen, was dort unten vor sich ging. Mit riesigen Götterschritten, die Höhen und Wälder erbeben ließen, eilte er hinunter an die Küste. Dort mischte er sich in Menschengestalt ins vorderste Kampfgetümmel und feuerte die Griechen an, nicht aufzugeben. Auf, ihr Griechen! Was ist in euch gefahren? Wollt ihr Hektor und den Seinen wirklich den Sieg schenken? Wollt ihr eure Schiffe in seine Hände fallen lassen, dass ihr nie mehr in die Heimat segeln könnt? Los, auf! Ergreift eure Schilde, schwingt die Lanzen, gebt euch nicht geschlagen, auf in den Kampf! Die Griechen gehorchten der gewaltigen Stimme des mächtigen Streiters und selbst die müdesten unter ihnen beseelte Poseidon mit neuer Kraft. Sogleich stürmten sie gegen die Trojaner und der Meeresgott selbst schwang sein entsetzliches Schwert wie einen flammenden Blitz gegen die herannahenden Feinde. Doch damit nicht genug. Nachdem sich die Griechen wieder gefangen hatten, eilte Poseidon wieder durch die Gassen des Lagers und mobilisierte jeden verfügbaren Mann, egal ob er verwundet war oder nicht. Dabei erblickte er Agamemnon, Odysseus und Diomedes, die auf Lanzen gestützt zu ihren Zelten humpelten. Es war ein trauriger Anblick. Ach, Freunde, ich sehe keine Hoffnung mehr. Der Graben, der uns so viel Schweiß und Mühe gekostet hat, ist überwunden. Und die Mauer, die uns so fest erschien, hat Hektor und seinen Männern nicht standgehalten. Der Göttervater selbst will uns, wenn wir nicht freiwillig abziehen, in der Fremde sterben lassen. Sollten wir nicht die Schiffe ins Wasser ziehen und auf dem Meer ausharren, bis die Trojaner wieder abgezogen sind? Was faselst du da, Agamemnon? Bist du mürbe geworden?
Wer solche Worte spricht, der verdient es, ein feigeres Heer zu kommandieren als das unsrige. Mitten in der Schlacht mahnst du, die Schiffe ins Meer zu ziehen, sodass die Kämpfenden sich verraten fühlen und ihre Streitlust verlieren müssen. Odysseus, versteht mich nicht falsch. Ich denke nicht an Flucht. Doch es geht um unser Überleben. Was können wir denn noch tun, um unseren Untergang zu verhindern? Wir sollten uns kurz stärken und dann erneut in die Schlacht ziehen. Auch wenn wir nicht mehr selbst kämpfen können, so wollen wir wenigstens die anderen zur Tapferkeit ermahnen. Als Poseidon diese Worte vernahm, huschte ein Lächeln über sein Gesicht und er trat in Gestalt eines alten Kriegers zu den drei Fürsten. Schande über Achill, der sich über unser Verderben freut. Aber seid nicht verzagt, Freunde. Noch ist der Beistand der Götter euch nicht ganz abhanden gekommen. Schon bald wird der Staub hinter den fliehenden Trojanern aufwirbeln. Er stürmte los, die Kämpfenden zu unterstützen, wobei er seinen Schlachtruf brüllte, der wie tausend Männerstimmen klang und jedes Heldenherz mit Mut durchdrang. Es war ein großes Glück für die Griechen, dass Zeus sich von dem Kampfgeschehen abgewendet hatte, denn nur so konnte Poseidon ungehindert in die Schlacht eingreifen. Als Hera, die Gattin des Zeus, ihren Schwager bei den Griechen erblickte, sorgte sie dafür, dass der Götterkönig in einen tiefen Schlaf fiel und vom Treiben des Poseidon nichts bemerkte. Durch Poseidons Hilfe wendete sich das Blatt zugunsten der Griechen. Es gelang ihnen, die Trojaner wieder aus dem Lager hinauszutreiben. Auch Hektor wurde im Kampfgewühl zurückgedrängt, als er plötzlich Ajax in der Menge entdeckte. Ihre Rechnung war noch offen. Hektor steuerte seinen Wagen direkt auf Ajax zu und versuchte, ihn mit dem Speer zu durchbohren. Doch dieser prallte am Harnisch seines Gegners ab. Blitzschnell bückte sich Ajax und griff nach einem Stein, den er gegen Hektor schleuderte. Er traf ihn mit solcher Wucht am Kopf, dass Hektor bewusstlos in den Staub stürzte. Die Griechen jubelten und ein Speerhagel ging über Hektor nieder. Doch Hektor hatte Glück im Unglück, denn Aeneas, Polydamos und Agenor hielten schützend ihre Schilde über ihn. Es gelang ihnen, Hektor auf den Wagen zu hieven und aus dem Kampfgetümmel zurück nach Troja zu bringen. Als die Griechen sahen, dass der gefährlichste ihrer Gegner verwundet abtransportiert wurde, drangen sie immer stärker auf die Trojaner ein, bis diese schließlich den Rückzug über den Wehrgraben antraten und nach Troja flohen. In diesem Moment erwachte Zeus aus dem Schlaf. Er war erstaunt, als er mitten unter den Griechen seinen Bruder Poseidon entdeckte. Wütend rief er die Göttin Iris zu sich und schickte sie ins Lager der Griechen, wo sie Poseidon den Befehl überbrachte, sich sofort aus der Schlacht zurückzuziehen. Poseidon gehorchte nur widerwillig und verließ das Schlachtfeld. Dann entsandte Zeus Apoll, um den verletzten Hektor zu heilen und mit neuer Kampfkraft zu versehen. Kaum war Hektor wieder bei Kräften, sprang er auf seinen Streitwagen und fuhr erneut in die Schlacht. Und wieder wandte sich das Kriegsglück den Trojanern zu und die Griechen wurden vom Wall zurück zu den Schiffen gedrängt. Trojas Krieger stürzten sich wie eine Schar blutgieriger Löwen in die Gassen zwischen den Schiffen. Zeus schien entschlossen, den Wunsch der Göttin Thetis mit aller Macht zu erfüllen und ließ Hektor gewähren. Mit funkelnden Augen wütete dieser voller Grimm und erschlug unzählige Griechen. Um die vorderen Schiffe im Lager entbrannte ein fürchterlicher Kampf. Die Griechen verteidigten sie wie ihr eigenes Leben. Eher waren sie bereit zu sterben, als ihre Schiffe zu verlieren. Denn nur mit ihnen konnten sie in die Heimat zurückkehren. Der große Ajax schwang sich von einem Schiffsdeck zum nächsten und schrie zu seinen Kameraden hinab, sie sollten um keinen Preis weiter zurückweichen. Doch sie vermochten nicht, die Stellung zu halten. So gelang es Hektor, dem größten aller trojanischen Helden, das erste Schiff in Brand zu setzen. Der Tod des Patroklos. Während draußen der Krieg tobte, befand sich Patroklos bei den Zelten und pflegte den verwundeten Eurypylos. Als er vernahm, dass die Trojaner zum zweiten Mal den Schutzwall gestürmt und ins Lager der Griechen eingedrungen waren, entschloss er sich endlich zu seinem Freund Achill zu eilen und ihn um Hilfe zu bitten. Er betrat das Zelt des Freundes mit Tränen in den Augen. Patroklos, du weinst wie ein kleiner Junge, dem man die Spielsachen weggenommen hat. Trauerst du um die Kameraden, die unter Hektors Schwert in den Staub sinken? Sprich, was kann ich für dich tun? Zürne mir nicht, Achill.
Mich schmerzt das Schicksal meiner Kameraden. Die tapfersten unter ihnen sind verwundet. Odysseus und Agamemnon durch Lanzenstiche schwer getroffen. Und Diomedes werden gerade die Pfeilspitzen herausgeschnitten. Ajax ist am Ende seiner Kräfte. Die Griechen sind verloren, Achill, wenn du ihnen nicht hilfst. Wie kannst du hier in aller Ruhe sitzen, während sich draußen das Schicksal der Griechen entscheidet? Was hält dich zurück? Ist es ein Spruch der Götter oder der Wunsch deiner Mutter Thetis, dass du hier im Zelt verweilst? Mein guter Patroklos, es ist weder das Wort meiner Mutter noch ein Spruch der Götter, die mich hier zurückhalten. An mir frisst der Schmerz über die Schmach, die mir ein Grieche angetan hat, dass mich ein Ebenbürtiger des Ehrengeschenks beraubt hat. Warum hat Agamemnon so ehrverletzend gehandelt? Nein, ich werde nicht mehr für ihn kämpfen. Wenn dem so ist, dann lass wenigstens mich deine Kämpfer in die Schlacht führen. Lass mich deine Rüstung tragen, dass die Trojaner denken, du kämpfst wieder mit den Griechen. Vielleicht schreckt sie der Anblick deiner Rüstung so sehr, dass sie sich zurückziehen. Und wir werden eine Pause erhalten, uns zu erholen. Deine Bitte will ich dir nicht abschlagen. Du kannst meine Rüstung haben. Ich gebe meinen Männern den Befehl, dir zu folgen. Nur, wenn du kämpfst, guter Freund, dann hüte dich vor Hektor, denn Apoll steht ihm bei. Ich danke dir, Achill. Du wirst sehen, dass ich deiner Rüstung alle Ehre machen will. Froh über diese Wandlung legte Patroklos eilig die Beinschienen an, schnallte sich den Harnisch vor die Brust und setzte Achills Helm auf sein Haupt. Dieser hatte in der Zwischenzeit seinen Männern befohlen, sich bereit zu machen und die Pferde vor die Streitwagen zu spannen. Wie lange hatten sie auf diesen Augenblick gewartet? Wie hungrige Wölfe stürmten sie hinter Patroklos in die Schlacht. Patroklos hatte die Trojaner richtig eingeschätzt, denn als sie die 2.500 Männer herannahen sahen, wich vielen der Mut. Vor allem aber glaubten alle, Achill hätte sich selbst aufgemacht, sie zu vernichten. Schon fingen die Trojaner an, umherzuspähen, wie sie dem Verderben entgehen könnten. Panik verbreitete sich. Die Trojaner flohen in die Ebene und die Griechen setzten ihnen über den Wehrgraben nach. Patroklos fuhr wie ein Besessener hinter den Trojanern her und hatte nur ein Ziel vor Augen, Hektor einzuholen und ihn zu vernichten. Mit wehenden Mähnen flogen die unsterblichen Rosse des Achill über die Ebene in Richtung der Stadt. Manch tapferer Trojaner versuchte, sich Patroklos in den Weg zu stellen, doch der war nicht mehr aufzuhalten. Mit seiner Lanze tötete er, wen er treffen konnte. Es gelang ihnen, die gegnerischen Truppen bis nach Troja zurückzudrängen. Hektor war in der Zwischenzeit am Stadttor angelangt und blickte noch einmal zurück. Sollte er seinen Männern befehlen, sich neu zu ordnen und sie wieder in die Schlacht treiben, oder sollten sie sich hinter die schützenden Mauern der Stadt zurückziehen? Während er unentschlossen die Zügel straffte, sah er, wie Patroklos mit dem Streitwagen auf ihn zuhielt. Hektor zögerte nicht lange und fuhr der Unterstützung des Apoll gewiss dem Griechen geradewegs entgegen. Als Patroklos ihn erblickte, sprang er vom Wagen, hob einen scharfkantigen Stein vom Boden und schleuderte ihn gegen Hektor. Der Stein verfehlte jedoch sein eigentliches Ziel und traf Hektors Wagenlenker, sodass dieser tot herabstürzte. Herrenlos rasten die Pferde über die Ebene. Hektor sprang ab und griff zu seiner Lanze. Da kam Patroklos auch schon wieder auf ihn zu und versuchte, Hektor zu durchbohren. Als sich ihre Lanzen kreuzten, wirbelte plötzlich eine Staubwolke auf. Es war Apoll, der sich in Staub gehüllt hatte und Patroklos einen harten Schlag auf den Rücken versetzte. Patroklos wurde schwarz vor Augen. Er taumelte. Apoll stieß ihm den Helm vom Kopf und löste ihm den Harnisch von der Brust. Patroklos! Ha! Wie war das? Hattest du nicht geprahlt, Troja in Schutt und Asche zu werfen und unsere Frauen als Sklavinnen in deine Heimat zu führen? Jetzt habe ich den Tag der Knechtschaft wohl hinausgeschoben. Wie? Troja steht noch unberührt von Griechenhand. Du aber wirst von den Geiern gefressen werden. Freu dich, Hektor. Solange du noch kannst, auch du wirst nicht mehr lange unter den Lebenden weilen. Denn dein Verhängnis wird dich bald einholen. Ich weiß, wer dich in den Hades schicken wird. Was willst du mir für ein Verderben weissagen, Grieche?
Vielleicht wird meine Lanze Achill doch zuerst durchbohren. Hektor stemmte seinen Fuß auf die Brust des Toten und zog den Speer aus Patroklos Brust heraus. Gleich darauf machte er sich daran, dem Toten die Rüstung abzunehmen. Als er ihm aber auch noch den Kopf abzuschlagen versuchte, nahte Menelaos mit seinen Männern, um den Körper des Patroklos in Sicherheit zu bringen. Schnell wich Hektor hinter die eigenen Reihen zurück. Als Zeus vom Olymp herab sah, wie sich Hektor die von Götterhand gefertigten Waffen anlegte, die einst Achills Vater Peleus als Hochzeitsgeschenk erhalten hatte, schüttelte er betrübt den Kopf und dachte über die Launenhaftigkeit des Schicksals nach. Welche Bedeutung hatte das Streben und Mühen der Menschen, wo ihr Leben doch vom Schicksal vorherbestimmt war? Es war die Pflicht der Götter, diese Fügungen in die Tat umzusetzen. Und so befahl er der Göttin Athene, auf die Erde hinabzusteigen und von nun an den Griechen beizustehen. Die Trauer des Achill. Menelaos versuchte in der Zwischenzeit, die sterbliche Hülle des Patroklos vor den Trojanern zu retten und die Verstümmelung des Toten zu verhindern. Während einige der Griechen mutig gegen die Trojaner Stellung bezogen und die Leiche abschirmten, hoben Ajax und Menelaos den leblosen Körper vom Boden auf und brachten ihn unter großer Anstrengung zum Schiffslager zurück. Auch die übrigen Griechen zogen sich zurück, da ihnen Hektor und sein Schwager, der mächtige Aeneas, erneut das Leben schwer machten. Nestors Sohn Antilochos eilte indessen zu Achill, um ihm mitzuteilen, dass Patroklos gefallen und seiner Rüstung beraubt worden war. Achill sank auf die Knie und grub seine Hände in den Staub. Tränen liefen über sein Gesicht und der gewaltige Körper des Helden erbebte vor Kummer. Er warf sich auf den Boden, raufte sich das Haar und schrie vor Schmerz um den verlorenen Freund laut auf. Achills Wehklagen war so furchtbar, dass es sogar seine Mutter in den Tiefen des Meeres vernahm. Sie tauchte zur Oberfläche empor und suchte Achill auf, um ihm Trost zu spenden. Was weinst du, mein Sohn? Wer betrübt dein Herz? Ist nicht alles so gekommen, wie du es gewollt hast? Die Männer Griechenlands sind um die Schiffe gedrängt und bitten flehentlich um deine Hilfe. Ach, Mutter, was nützt mir das alles jetzt noch, wo ich den besten Freund, den treuesten Kameraden verloren habe? Welchen Wert hat mein Leben noch, nachdem der Mensch, der mir so lieb war, wie mein eigenes Leben, ermordet wurde? Und meine wunderbaren Waffen, welche die Götter meinem Vater einst am Tage eurer Hochzeit geschenkt hatten, entriss der Mörder meinem armen Freund mitsamt seiner Rüstung. Nur seinen entehrten Leichnam ließ er zurück. Und wäre nicht Menelaos mit seinen Männern in letzter Sekunde dazwischen gegangen, dann hätten die Trojaner seinen nackten, toten Körper auch noch grausam verstümmelt. Doch ich werde ihn rächen und seinen Mörder, diesen barbarischen Hektor, werde ich mit dem Speer durchbohren, wie er es mit Patroklos getan hat. Ich will nicht länger auf der Erde weilen, wenn der Mord an meinem treuesten Freund nicht durch meine eigene Hand gesühnt wird. Achill. Allein der Gedanke daran macht mich untröstlich. Doch auch dein Leben wird bald verblüht sein. Denn gleich nach dem Tode Hektors hat das Schicksal dir den Tod bestimmt. Sei's drum. Welchen Sinn hat mein Leben noch, wo es mir nicht mehr vergönnt war, dem Freund im Kampf beizustehen und ihn zu verteidigen? Untätig habe ich hier ausgeharrt, die Tage verstreichen lassen, ohne zu handeln. Also sag mir, was habe ich den Griechen denn gebracht? Ich falle allen nur zur Last. Aber was hilft es zu weinen? Was geschehen ist, ist geschehen. Ich werde in die Schlacht ziehen, ganz gleich, was das Schicksal mir vorherbestimmt hat. Gut, mein Sohn. So sei es. Nur zum Kampf brauchst du eine neue Rüstung, da Hektor die deine trägt. Drum gedulde dich noch eine Nacht. Morgen in aller Frühe bringe ich dir neue Waffen, die mir Hephaistos, der göttliche Schmied, selbst anfertigen soll. Zieh nicht in die Schlacht, bis ich wieder hier bin, hörst du? Und bis dahin... Lieb wohl, mein Sohn.
Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass sich Achill wieder unter die Griechen mischte. Verzweiflung und Trauer machten ihn taub für die Worte derer, die ihm auf seinem Weg begegneten. Er sprach mit niemandem, und dennoch verbreitete sich in Windeseile, dass Achill aus seinem Zelt gekommen war und im Lager der Griechen umherging. Als die untergehende Sonne den Himmel rot färbte, fand Achill schließlich den Leichnam des Freundes, schmutzig und zerschunden, in einem Zelt. Er sank vor Patroklos auf die Knie und weinte bitterlich. Auf sein Geheiß wurde der Tote gewaschen, gesalbt und anschließend in sauberen Leinentüchern auf eine Bahre gelegt, an der Achill die ganze Nacht die Totenwache halten wollte. Achill mit Agamemnon versöhnt. Die Soldaten beider Heere hatten nach den schweren Kämpfen des Tages die Pause der Nacht herbeigesehnt und sich an Ort und Stelle niedergelassen. Die Pferde wurden von den Streitwagen abgeschirrt und man entfachte ringsumher Lagerfeuer. Im trojanischen Lager fand noch vor dem Abendessen eine Kriegsversammlung statt. Wie ein Lauffeuer hatte sich die Neuigkeit verbreitet, dass Achill wieder aufgetaucht war und aller Voraussicht nach wieder am Kampf teilnehmen würde. Die Angst vor Achill stand den Trojanern ins Gesicht geschrieben. Der kluge Polydamas machte den Vorschlag, sich sogleich nach Troja zurückzuziehen, um bei einem nächtlichen Angriff der Griechen nicht unnötig viele Leben aufs Spiel zu setzen. Auch falls Achill am nächsten Morgen tatsächlich wieder mit in die Schlacht ziehen sollte, argumentierte Polydamas, so wäre es in jedem Fall besser, den Angriff von den Mauern der Stadt aus abzuwehren. Hektor hingegen wollte gleich im Morgengrauen einen neuen Angriff wagen. Und sollte er tatsächlich auf Achill treffen, dann würde er bis zum letzten Atemzug kämpfen. So lange, bis entweder er oder Achill tot am Boden liegen würde. Hektors Worte waren Balsam für die trojanischen Krieger. Sie jubelten ihm zu und verbrachten die Nacht fernab der schützenden Stadtmauer von Troja. Etwa zur gleichen Stunde gelangte Thetis zum schwarzen Palast des Hephaistos. Der hinkende Schmied hatte ihn selbst aus Erz gebaut. Niemals verließ Hephaistos diese Festung. Doch obwohl seine Behausung bedrohlich wirken mochte, war Hephaistos selbst von sanftem Gemüt. Er liebte Thetis wie seine eigene Mutter. Sie hatte sich seiner angenommen und ihn aufgezogen, als er einst wegen seines lahmen Fußes von seiner leiblichen Mutter verstoßen worden war. Thetis hatte ihm damals das Leben gerettet und Hephaistos war ihr dafür ewig dankbar. Ein zärtliches Lächeln breitete sich auf seinem ganzen Gesicht aus, als er sie bat, einzutreten. Er legte sein Werkzeug aus der Hand, wusch sich und setzte sich zu ihr. Da erzählte ihm Thetis von Achills Schicksal und den in der Schlacht verlorenen Waffen und bat ihn, ihrem Sohn eine neue Rüstung und Waffen zu schmieden. Hephaistos zögerte nicht einen Moment lang, den Wunsch der Thetis zu erfüllen und machte sich sofort ans Werk. Er schmiedete einen goldenen Helm, der gut an den Schläfen anlag und den ein wunderschöner Haarbusch krönte. Dazu einen Brustpanzer und Harnisch und stabile Beinschienen aus feinstem Zinn. Außerdem ein Schwert aus so hartem Stahl geschmiedet, dass es Steine spalten konnte. Und schließlich fertigte Hephaistos noch einen Schild an, der so stark und so prachtvoll verziert war, dass der Meister selbst von seinem Werke ergriffen war. Der Schild war aus 5 Schichten Erz gefertigt und zeigte im Zentrum die Sonne, den Mond, die Erde und das Sternenbild der Bärin und des Orion. Der nächste Ring zeigte eine Hochzeit. Dann waren Hunde zu erkennen, die einen Stier zerfleischten. Es folgte ein Schlachtfeld mit 2 Armeen und einer Stadt im Hintergrund. Der äußerste Ring schließlich, der alles umschloss, stellte den Ozean dar und war aus blau schimmerndem Metall gefertigt. Als der Schmied Thetis die edlen Waffen brachte, glänzten ihre Augen.
Sie dankte ihm für sein Meisterwerk und trug es sogleich auf die Erde hinab zu ihrem Sohn, den sie trauernd am Totenbett des Freundes fand. Achills Augen funkelten, als er die prächtigen Waffen sah, und er legte sich sogleich die Rüstung an. Sie passte wie angegossen. Er dankte Thetis und machte sich mit großen Schritten auf den Weg zu den Schiffen. Mit mächtiger Stimme rief er seine Soldaten zusammen und alle, selbst die Verwundeten, kamen herbeigelaufen. Hört, ihr Griechen! Ich wünschte, es wäre zwischen uns niemals so weit gekommen wie in den vergangenen Monaten. Es war mein Fehler, dass ich eine Frau als Ehrengeschenk für den großen Agamemnon mitbrachte, mit der so viel Unheil über euch Griechen kam. Doch es war nicht nur mein Verschulden, das uns entzweit und viele tapfere Männer das Leben gekostet hat. Wir sollten das Vergangene nun vergessen und den Blick in die Zukunft richten. Mein Zorn ist verraucht. Lasst uns gemeinsam ins Gefecht ziehen. Nieder mit Troja! Ruhe, Ruhe, Freunde! Soldaten! Hört auch meine Worte! Wie soll ich bei diesem Tumult vor euch sprechen? Wie oft schon haben mich die Söhne Griechenlands für mein Betragen an diesem unglücklichen Tag ermahnt. Doch es war nicht allein meine Gier, wie viele von euch vielleicht glauben mögen. Nein, es war die Schuld der Götter, die in der Ratsversammlung mein Verstand getrübt haben. Jeden Tag, den Hektor unter unseren Kameraden gewütet hat, wurde ich an meine Tat erinnert. Nun will ich gerne dafür büßen und biete dir, großer Achill, so viel Gold und Frauen, wie dein Herz begehrt. Ruhmvoller Agamemnon, zeigst durch deine Worte, dass du eine gute Erziehung genossen hast und weißt, was sich geziemt. Doch mir sind deine großzügigen Geschenke jetzt egal. Lasst uns gleich und ohne weitere Verzögerung an den bevorstehenden Kampf denken. Es bleibt noch einiges vorzubereiten. Ich will so schnell wie möglich wieder in die Schlacht ziehen, um Hektor zu vernichten. Göttergleicher Achill, du hast wahrlich recht gesprochen. Doch denke auch an die Soldaten. Treibe sie nicht hungrig nach Troja. Lass sie sich vorher bei Speise und Wein erholen, damit sie in der Schlacht keine weichen Knie bekommen. Inzwischen soll Agamemnon die versprochenen Geschenke bringen lassen und dich in seinem Zelt mit einem köstlichen Mahl bewirten. Dein Vorschlag, Odysseus, gefällt mir. Wir wollen dem Göttervater zum Dank für unsere Eintracht ein Wildschwein opfern und dann ein Festmahl halten. Lasst uns gehen. Macht, was ihr wollt. Ich werde keinen Bissen herunterbekommen, solange mein Freund geschunden im Zelt aufgebahrt liegt. Mich verlangt es nur nach Rache, nach Mord und Blut und dem Geröchel der Trojaner. Achill, du größter und erhabenster Held der Griechen. Wir alle wissen, dass du der stärkste und mutigste von uns allen bist und keiner den Speer so zu führen weiß wie du. An gutem Rat und Weitsicht dürfte ich allerdings mehr besitzen als du, da ich schon älter bin und mehr erlebt habe. Also komm und folge diesmal meinem Wort. Wir brauchen unsere Toten ja nicht mit leerem Magen zu betrauern. Wenn ihr mich wirklich so sehr schätzt, großer Odysseus, dann betrübt mir das Herz nicht noch mehr. Mein Kummer und mein Schmerz über den Verlust des Freundes duldet es nicht. Lasst mich bleiben, wie ich bin, bis die Sonne wieder im Meer versinkt. Mit diesen Worten entließ er die Fürsten und nur die beiden Atriden, Odysseus und der alte Nestor, blieben bei ihm. Achill saß reglos da und starrte vor sich hin. Und wenn er einmal redete, so flog sein Atem schneller und seine Worte galten dem verlorenen Freund Patroklos. Vom Olymp sah Zeus mitleidig auf den trauernden Helden herab. Er rief eine Versammlung der Götter ein und stellte es einem jeden frei, auf der Seite seiner Wahl in den Krieg einzugreifen, auf dass sie dem Schicksal zu seinem Recht verhalfen. Daraufhin eilten seine Gattin Hera, der Meeresgott Poseidon, der Götterbote Hermes und sogar der göttliche Schmied Hephaistos ins Schiffslager der Griechen, wo sie Athene wieder trafen. Auf der anderen Seite stiegen der Kriegsgott Ares, Apoll und Artemis zusammen mit Aphrodite, dem Flussgott Skamander und der Göttin Latona zu den Trojanern hinab. Die Schlacht der Götter und der Menschen.
Nachdem sich die Griechen ausgiebig gestärkt hatten, legten sie ihre Rüstungen an und machten sich bereit zum Kampf. Als Achill sich Harnisch und Beinschienen angelegt und das Schwert umgehängt hatte, dehnte er sich in seiner Rüstung und es war, als ob sie sich jeder Bewegung seines Körpers genau anpasste. Und obwohl alles aus schweren Erzen geschmiedet war, fühlte er sich darin leicht und beweglich. Er setzte den Helm mit dem hohen goldenen Busch auf sein Haupt. Er strahlte wie ein Gestirn und die Mähne aus gesponnenem Gold flatterte von ihm herab. Dann zog er den schweren Speer seines Vaters Peleus, den außer ihm niemand zu führen vermochte, aus der mit Stickereien verzierten Hülle und trat aus dem Zelt. Es war ein erhebender Anblick. Sein Fahrer Automedon hatte bereits die Pferde vor den Streitwagen gespannt und wartete. Achill stieg auf und sie fuhren langsam durch das Lager der Griechen. Überall, wo er vorbeikam, jubelten die Soldaten ihm zu und es war, als ob von Achill die Kampfeslust auf die anderen überging. Lanze an Lanze und Schild an Schild folgten die Griechen ihrem strahlenden Helden. Die Schlacht begann. Die Ebene vor Troja erstrahlte vom Erz der Rüstungen und dem Gold der Streitwagen. Die Erde erzitterte unter dem Stampfen der Krieger und Pferde. Achill schnitt wie eine Sense das Gras in die Reihen der Griechen und suchte im Gewühl einzig und allein Hektor. Und auch Hektor hielt nach dem Besten der Griechen Ausschau. Apoll sorgte sich um seinen Schützling, denn er ahnte, welche Gefahr von Achill ausging. Er mischte sich unter die Kämpfenden und flüsterte Hektor eine Warnung ins Ohr. Erschrocken zog sich Hektor hinter die Reihen seiner Krieger zurück. Achill wütete in seinem Blutrausch weiter und spaltete dem tapferen Demoleon, einem Sohn Antenors, voller Wut den Schädel, sodass der im vordersten Gewühl unter die Wagenräder der Griechen geriet, wo er bis zur Unkenntlichkeit zermalmt wurde. Als nächstes erschlug Achill Pammon, einen Sohn des Königs von Troja, indem er ihm die Lanze mit solcher Wucht in den Rücken stieß, dass sie vorne wieder herauskam. Als Hektor dies erblickte, vergaß er all die Warnungen des Apoll, sich von Achill fernzuhalten, und raste wie blind auf ihn los. Sieh an, da kommt der Mann, den zu töten ich mir so sehr wünsche. Versteckst du dich nicht mehr vor mir, du feiger Hund? Warum traust du dich erst jetzt zu mir heran? Komm nur, dass ich dich in den Hades schicken kann. Wohl weiß ich, was für ein tapferer Kämpfer du bist, Achill. Aber noch liege ich nicht im Staub. Vielleicht lenken die Götter meinen Speer und er raubt dir dein schreckliches Leben. Ha, verfehlt. Dein schwacher Wurf, nicht gut genug für mich. Jetzt bete, Hektor, denn der Tod ist dir nahe. Nimm dies, du Hund, in den Hades mit dir. Da. Wo ist der hin? Woher der ganze Staub? Versteck dich nicht schon wieder und stell dich wie ein Mann, Hektor! Gut, er ist schon wieder verschwunden. So bist du abermals glücklich dem Tod entronnen, Hektor. Aber deine Zeit wird kommen, das verspreche ich dir. Achill hatte versucht, den Gegner mit seiner ungeheuren Lanze zu durchbohren. Doch Hektor wurde rasch von Apoll in eine Staubwolke gehüllt und vor dem wütenden Achill in Sicherheit gebracht. Dreimal stach Achill in die Luft, bis er einsah, dass er auch dieses Mal den Göttern nachgeben musste. Ärgerlich wandte er sich um und stieß seine Lanze dem nächsten Trojaner, der ihm zu nahe kam, in den Hals. Einem anderen schlug er das Bein ab und zwei weitere stürzte er mit dem Schwert vom Wagen. Und so ging es fort. Achill wütete wie eine Feuerwalze in einem ausgedörrten Wald. Seine Rosse stampften über Schilde und Leichname hinweg und die Achse seines Streitwagens troff vom Blut der Toten. 26. Achill und der Stromgott Skamander. Eine Gruppe Trojaner floh vor Achill und seinen Männern in Richtung des Flusses Skamander. Sie wurden immer weiter ans Ufer getrieben und ihnen blieb nichts anderes übrig, als in den Fluss zu springen. Dort schwammen sie durcheinander wie die Fische, denen das Wasser knapp wird, und der Fluss war ein einziges Gewühl von Männern, Pferden, Wagen und Leichen. Achill setzte den Fliehenden nach und stürzte sich nur mit dem Schwert bewaffnet ebenfalls in den Fluss. Das Wasser wurde rot vom vielen Blut. Achill tötete einen um den anderen, wie er sie zu fassen bekam, und im Fluss trieben immer mehr Leichen. Darüber wurde der Flussgott Skamander so zornig, dass er sich aus dem Wasser erhob und Achill in Menschengestalt entgegentrat. Achill,
Du wütest unter den Trojanern mehr, als ein Sterblicher es vermag. Der Strom ist voll von Toten und nur mit Mühe ergießen sich meine Gewässer ins Meer. Hör auf! Ja, ich gehorche dir, denn du bist ein Gott. Aber ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich nicht alle Trojaner in ihre Stadt gejagt und meine Kraft mit der des Hektor gemessen habe. Kurz darauf hatte Achill jedoch die Warnung des Flussgottes schon wieder vergessen. Voller Hass stürzte er sich auf den nächsten Trojaner, dessen er habhaft werden konnte, und schlug ihm mit dem Schwert den Kopf vom Körper. Das brachte den Stromgottskommander so sehr in Rage, dass er den Fluss anschwellen ließ und die Toten zurück ans Ufer warf. Die Strömung zerrte an den Beinen Achills und die Wogen schlugen gegen seinen Schild und über seinem Kopf zusammen. Achill schaffte es gerade noch, einen herabhängenden Ast zu greifen und sich mit letzter Kraft an Land zu ziehen. Doch Skamander ließ nicht von ihm ab und rauschte mit tosenden Wellen hinter ihm her. Achill wurde von den Fluten gepackt und zurück in den Fluss gerissen. Als Poseidon und Athene aber bemerkten, dass Achill im Wasser um sein Leben kämpfte, eilten sie zu ihm und gaben ihm genügend Kraft, sich zu befreien. Doch Skamander wollte Achill noch nicht hergeben und riss ihn weiter mit sich fort. Nun griff auch Hera ein, um ihren Schützling vor dem wütenden Stromgott zu retten. Sie rief nach Hephaistos und bat ihn, Skamander aufzuhalten. Sogleich entsandte Hephaistos Flammen an die Ufer des Flusses und setzte alles in Brand. Zuerst verbrannten die Leichen der Trojaner, dann fingen die Bäume am Ufer an zu brennen. Schon zog sich das Wasser zurück. Das Gras auf den Feldern brannte lichterloh und der Boden wurde trocken. Als das ganze Flussufer in Flammen stand, rief Skamander verzweifelt aus dem brodelnden Wasser: Glutatmender Hephaistos, ich will nicht mit dir kämpfen. Lass uns vom Streit ruhen. Was geht mich dieser Krieg an? Hol deine Flammen zurück! Und das Feuer erlosch. Doch nicht nur zwischen Skamander und Hephaistos kam es zum Schlagabtausch. Auch zwischen anderen Göttern war inzwischen eine ungestüme Feindschaft erwacht. Im Sturm prallten sie aneinander, dass die ganze Erde dröhnte und die Luft ringsum wie von 1000 Posaunen durchdrungen war. Zeus saß im Olymp und freute sich über dieses einmalige Schauspiel, als die Unsterblichen gegeneinander im Kampf antraten. Welch willkommene Abwechslung für den König der Götter! Der Tod des Hektor. Während die Götter ihre Feder austrugen, war die Schlacht weiter vorangeschritten. Von der Mauer der Stadt aus beobachtete König Priamos mit Schrecken den gewaltigen Achill, der die trojanischen Soldaten vor sich her über die Ebene trieb. Kein Gott und kein Sterblicher war weit und breit zu sehen, der Achill Einhalt geboten hätte. Priamos entschloss sich, das Tor der Stadt den Fliehenden zu öffnen und ihnen so Zuflucht vor dem Mordlustigen zu gewähren. Er wies die Torwächter an, das Tor sofort zu schließen, nachdem der letzte Trojaner hereingekommen sei. Zum Teil ohne ihre Waffen rannten die Kämpfer in ungeordneten Gruppen auf die geöffneten Stadttore zu. Keiner wartete auf den anderen, keiner sah sich noch nach dem Kameraden um, keiner achtete mehr darauf, wer gefallen und wer verwundet war. Doch die Griechen setzten den Trojanern schnell hinterher und drangen in dichten Scharen, geführt von Achill, an die Mauer heran. Jemand musste sie aufhalten, da ansonsten das Tor nicht mehr rechtzeitig geschlossen werden konnte. Da nahm sich Agenor ein Herz und lief durch den Strom seiner Kameraden hindurch dem wütenden Achill entgegen und stellte sich ihm in den Weg. Es kam zum Zweikampf und Agenor wäre dem Achill wohl zum Opfer gefallen, wenn nicht Apoll wieder dazwischen gefunkt hätte. Der Gott verwandelte sich selbst in die Gestalt Agenors und führte Achill so in die Irre. Er rannte in Richtung des Flusses und Achill ihm hinterher. Doch konnte der Grieche den Gott nicht einholen und jeder Schlag mit seinem Schwert traf ins Leere. Erst als sich die Tore der Stadt endlich geschlossen hatten, gab sich der Gott zu erkennen und Achill musste wütend umkehren.
Nur ein einziger Trojaner hatte es nicht mehr in die schützende Stadt geschafft. Er stand mit dem Rücken zur Mauer, den Speer fest in der Hand und den Blick nach vorn gerichtet. Hektor! Mein Sohn! Was machst du da unten? Du bist doch ganz allein! Komm schnell in die Stadt! Achill rast vom Fluss heran! Beeil dich doch! Hektor! So hör doch! Komm herein in die Stadt! Was willst du da allein ausrichten? Beschütze die Stadt von hier aus! Bitte, komm! Kröne nicht den Ruhm des Achill durch deinen Tod! Nein. Diesmal kann ich ihm nicht ausweichen. Schon als wir noch beim Lager der Griechen kämpften, hätte ich mich ihm stellen sollen. Jetzt, nachdem ich das Volk ins Verderben geführt habe, kann ich nicht mehr in die Stadt zurück. Sie haben auf meine Stärke vertraut. Fast jede Familie hat einen Bruder, Sohn oder Vater und jede Frau einen Mann verloren. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Besser ist, ich siege oder falle durch die Hand des Achill. Oder soll ich meine Waffen niederlegen und ihm alle unsere Schätze und Helena dazu anbieten? Ach nein, was denke ich da? Wie kann ich glauben, Achill würde mich am Leben lassen, wenn ich ihm unbewaffnet begegne? Ohne Erbarmen würde er mich niederstrecken. Das Schicksal soll entscheiden, wer den Sieg davonträgt. In gleichmäßig mächtigen Schritten näherte sich Achill seinem Gegner. Auf der rechten Schulter trug er die Lanze aus Eschenholz und in der linken den wunderbaren Schild des Hephaistos. Als sich die Blicke der beiden Helden trafen, erkannte Hektor den Hass in den Augen Achills und mit einem Mal überkam ihn Angst. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn und seine Handflächen wurden feucht. Er fühlte, wie ihn die Kraft in den Beinen verließ. Panik ergriff ihn. Er drehte sich um und rannte so schnell er konnte davon. Achill wies seine Männer an, Hektor nicht anzurühren oder einen Pfeil auf ihn abzuschießen. Die Ehre, den stärksten der Trojaner zu töten, wollte Achill für sich selbst. Dann verfolgte er Hektor und gab dem Fliehenden keine Gelegenheit, sich auszuruhen. So kreisten sie dreimal um die Stadt, als der Göttervater im Olymp zwei Todeslose in die Waagschalen warf, um das Schicksal über Leben und Tod der beiden Helden entscheiden zu lassen. Das Los entschied und eine der beiden Waagschalen sank tief nach unten. Zeus schickte Athene auf die Erde hinab, dass sie Hektor überreden sollte, sich dem Kampf zu stellen und so die Sache für alle Beteiligten abzukürzen. Die Göttin trat zunächst an ihren Schützling Achill heran. Sie ermahnte ihn, sich zu erholen und seine Kräfte für den Kampf gegen Hektor zu schonen. Dann schlüpfte sie in die Gestalt des Deiphobos, einen von Hektors Brüdern, und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Halt, Bruder! Du brauchst nicht mehr zu rennen. Deiphobos? Was machst du hier? Willst du mich gegen Achill unterstützen? Achill lehnt dort hinten an der Mauer. Ich glaube, er ist zu sehr außer Atem. Ruh auch du dich kurz aus. Als ich dich so von Achill bedrängt sah, bin ich gekommen, um dir im Kampf gegen den Furchtbaren beizustehen. Wollen wir es gemeinsam wagen? Du warst mir immer der Treueste. Und jetzt muss ich dich noch mehr loben, da du dich als Einziger aus der Stadt gewagt hast, während alle anderen hinter der Mauer sitzen. Auf, Bruder! Lass uns dem Feind ins Auge blicken. Achill ist nicht stärker als du. Komm, zeigen wir ihm, dass auch die Trojaner mutig kämpfen können. Ja, Deiphobos, so soll es sein. Bleib du dicht hinter mir und reich mir die Lanze, wenn ich sie brauche. Ich will nicht länger vor dir zurückweichen, Achill. Mein Herz treibt mich, dir entgegenzutreten, dass entweder du oder ich am Ende im Staub liege. Lass uns aber vor unserem Zweikampf noch einen Schwur leisten. Wenn mir Zeus den Sieg schenkt, dann werde ich deine Leiche nicht schleifen, sondern sie deinen Volksgenossen zurückgeben. Gleiches verlange ich auch für mich, falls ich von deiner Hand fallen sollte. Nichts will ich von Verträgen mit dir wissen. So wenig wie zwischen Wölfen und Lämmern Eintracht besteht,
so wenig wirst du dich mit mir befreunden können. Ich weiß, was ich von dir und deiner Sippe zu halten habe, und es wird keine Abmachung zwischen uns geben. Einer von uns wird heute fallen. Also streng dich an, denn ich will dir alles Leid, was du den meinen angetan hast, noch heute vergelten. Als er geendet hatte, schleuderte Achill seinen mächtigen Speer. Hektor jedoch duckte sich blitzschnell und das Geschoss flog über ihn hinweg und blieb hinter ihm im Boden stecken. Athene hob den Speer heimlich wieder auf und brachte ihn Achill zurück. Jetzt war es an Hektor, den Speer zu werfen. Er schleuderte ihn mit voller Kraft, traf aber nur Achills Schild. Verzweifelt sah er sich nach seinem Bruder Deiphobos um, weil er eine zweite Lanze abschießen wollte. Doch Deiphobos war verschwunden. Da ahnte Hektor, dass ihm die Götter einen Streich gespielt hatten, und er wusste, was das zu bedeuten hatte. Doch er wollte sich nicht geschlagen geben und rannte todesmutig auf Achill los. Mit dem geschwungenen Schwert in der Hand stürmte er seinem Gegner entgegen. Achill wich ihm geschickt aus und hielt ihn mit seiner mächtigen Lanze auf Abstand. Plötzlich stieß er blitzschnell zu. Blut spritzte. Achill hatte Hektor in den Hals getroffen und durchstach ihm das Genick. Hektor ging in die Knie und sank zu Boden. Achill frohlockte. Da raffte sich der tödlich verwundete Hektor noch einmal auf. Ich beschwöre dich bei deinem Leben, Achill. Bei deinen Eltern und allem, was dir heilig ist. Lass mich nicht von den Hunden zerreißen. Frage die meinen nach Gold und Schätzen, so viel du willst, Achill. Aber lass meinen Körper nach Troja bringen. Lass mir dort die Ehre des Scheiterhaufens zuteil werden. Beschwöre mich nicht bei meinen Eltern und fleh mich nicht an, du Mörder meines Freundes. Niemand wird die Hunde von deinem Körper verscheuchen, auch wenn Priamos dich in Gold aufwiegen und deine Familie ihr ganzes Vermögen vor meine Füße legen würde. Dafür wirst du eines Tages bezahlen. Und ich hoffe, dass du dann an diese Stunde denken wirst. Auch deine Stunde wird kommen. Schon bald. Denn Apoll wird mich rächen. Mach dir über mein Schicksal keine Gedanken. Mein Los empfange ich, wenn Zeus und die Götter es wollen. Stirb, verfluchter Trojaner! Hektor war tot. Langsam kamen die griechischen Soldaten heran, um den furchtbaren Trojaner zu betrachten. Sie staunten über die Größe und den Wuchs des Mannes, der so viele ihrer Kameraden in der Schlacht erschlagen hatte. Achill zog dem Gefallenen die Rüstung aus, die einmal die seine gewesen war. Dann durchstach er ihm an beiden Füßen die Sehnen zwischen Ferse und Knöchel, zog zwei Lederriemen hindurch und band sie am Sitz seines Streitwagens fest. Er stieg auf und trieb die Pferde in Richtung des griechischen Schiffslagers. Den Toten zog er hinter sich her. Staub wirbelte um den Geschleiften auf und sein Kopf zog eine breite Furche in den Sand. XXVIII. Leichenspiele zu Ehren des Patroklos. Als Achill mit der Leiche seines Feindes beim Schiffslager ankam, legte er sie vor das Leichenbett des Patroklos, zu dessen Füßen und mit dem Gesicht zur Erde. Nach und nach kehrten die griechischen Soldaten vom Schlachtfeld zurück, legten ihre Rüstungen ab und wuschen sich für die Totenfeier des Patroklos. Einzig Achill ließ sich nicht überreden, das Blut und den Dreck der Schlacht von seinem Körper abzuwaschen. Er wollte so lange kein Bad nehmen, bis der Leichnam des Freundes den Flammen übergeben war und er seinen Schädel kahl geschoren und die Haare mitverbrannt hatte. Ein großer Leichenschmaus wurde vorbereitet und hunderte Ziegen, Schafe und Stiere geschlachtet. Die Totenfeier sollte am Tag darauf stattfinden. Am nächsten Morgen wurde auf beiden Seiten getrauert. Doch während den Trojanern kein würdiger Abschied von Hektor möglich war, bereitete man im Lager der Griechen eine ehrenvolle Feuerbestattung für Patroklos vor. Die Griechen hatten in aller Frühe damit begonnen, einen riesigen Scheiterhaufen zu errichten und fällten dazu die Bäume eines halben Waldes. Nachdem das Holz aufgeschichtet war, befahl Achill seinen Männern, die Rüstungen anzulegen, und bald setzte sich der Leichenzug in Bewegung.
Fürsten, Krieger, Wagenlenker und viele tausend Soldaten machten sich schweigend auf den Weg, um den verehrten Helden das letzte Geleit zu geben. Als sie den Ort der Bestattung erreicht hatten, setzten sie die Totenbahre nieder. Achill nahm seinen Helm ab, schor sich das lange, lockige Haar und legte es in die Hände des Freundes. Danach befahl Agamemnon, den Soldaten sich zu den Schiffen zurückzuziehen. Nur die Fürsten blieben zurück. Sie legten den Leichnam auf den höchsten Punkt des Holzstoßes. 4 lebendige Pferde und 2 der Hunde des Patroklos wurden außerdem auf dem Scheiterhaufen angebunden und sollten als Opfer mitverbrannt werden. Achill befahl 12 trojanischen Gefangenen niederzuknien. Er schlug einem nach dem anderen als Sühneopfer den Kopf ab. Dann ließ er sie auf den Scheiterhaufen werfen und zündete ihn an. Möge dich noch im Hades die Freude begleiten, treuer Freund. Mein Schwur ist erfüllt und ich habe dich gerecht. 12 Opfer habe ich dir dargebracht. Nur Hektor sollen die Flammen nicht bekommen. Ihn sollen die Hunde zerreißen. Der Scheiterhaufen war entzündet, doch das Holz brannte schlecht und es entstand keine richtige Glut. Da opferte Achill den Winden aus einem goldenen Kelch Wein und bat sie, das Feuer richtig zu entfachen. Die Winde erhörten seine Bitte und fuhren mit grauenvollem Getöse in den Scheiterhaufen, dass die Glut hell aufleuchtete. Den ganzen Tag und die ganze Nacht bliesen sie in den Holzstoß, bis er am Ende zu einem Haufen Asche zusammengesunken war. Mit der Morgenröte des nächsten Tages war die Glut erloschen. Achill sammelte die Asche in einer Urne und stellte sie im Zelt des Patroklos auf. XXIX. Priamos bei Achill. Nach den Spielen sättigten sie sich mit reicher Speise und legten sich zum Schlafen nieder. Nur Achill verbrachte im Andenken an seinen toten Freund die Nacht ohne Schlaf. Unruhig warf er sich auf dem Lager hin und her. Dann stand er auf und ging nachdenklich zum Strand. Als schließlich die Sonne aufging, spannte er die Pferde vor seinen Streitwagen. Er schleifte den Leichnam Hektors 3-mal um die Stelle, an der Patroklos verbrannt worden war. Doch so sehr er auch über Steine und in den Wald hineinfuhr, der Leichnam blieb auf wundersame Weise unversehrt. Angewidert vom Betragen Achills schickte Zeus dessen Mutter Thetis auf die Erde. Achill, wie lange noch willst du dich um den Verlust des Freundes grämen? Es wäre gut für dich, dich wieder der Freude des Lebens zuzuwenden. Zeus zürnt und befiehlt dir, von deinem schändlichen Tun mit Hektors Leichnam abzulassen. Ach ja, sagt er das? Nun gut, mit ihm will ich mich nicht streiten. Seinen Zorn möchte ich nicht auf mich gerichtet wissen. Ich werde den Leichnam in Frieden lassen. Sollen sich andere Griechen darum kümmern? Achill, sei vorsichtig. Auch wenn du mein Sohn bist, so bist du doch nicht unsterblich. Sei nicht zu töricht und provoziere einen der Götter oder gar Zeus selbst. Gib den Toten seinen Angehörigen zurück und zeige, dass auch du ein Herz hast, das nicht aus Stein ist. Ja, ja, die Sitten und der Anstand. Was ist mit mir? Mein Rachedurst ist noch nicht gestillt. Ich werde sehen, was mit der Leiche des trojanischen Schlächters geschehen soll. Als Thetis dies vernommen hatte, machte sie sich erleichtert wieder auf den Weg zurück in den Olymp. In Troja aber waren die Menschen tief verzweifelt über den Tod ihres Heerführers. Mit Hektor war für die meisten auch die Hoffnung gestorben, die Griechen könnten aus dem Land gejagt werden. Das Leben stand still. Keiner wusste, wie es jetzt weitergehen sollte. Im Palast waren alle Räume verdunkelt und außer dem Wehklagen der königlichen Familie war kein Laut zu vernehmen. Priamos saß in einen Mantel gehüllt im Kreise seiner verbliebenen Söhne und hatte als Zeichen der Trauer Asche auf sein Haupt gestreut.
Da trat plötzlich die Göttin Iris, die Botin des Zeus, vor den König und ein Schauer fuhr ihm durch die Glieder. Fasse dich, o Priamos. Verzage nicht, denn Zeus sieht deinen Kummer. Er gebietet dir, Achill reiche Geschenke darzubringen, mit denen du den Leichnam deines Sohnes auslösen sollst. Nur in Begleitung deines Herolds sollst du ins Lager der Griechen gehen. Fürchte weder Tod noch Schrecken. Zeus schickt dir den Götterboten Hermes zum Schutz. Er wird dich führen und beschirmen. Und auch Achill ist kein Frevler. Er wird den Flehenden erhören und alles Leid von dir abwehren. Der König versuchte, den Worten der Göttin Vertrauen zu schenken, doch er hatte kein gutes Gefühl. Er kannte Achill nur als brutalen und gefühllosen Kämpfer. Warum sollte er ausgerechnet jetzt Priamos den Wunsch erfüllen, Hektors Leichnam bestatten zu lassen? Auch seine Frau Hekabe zweifelte an diesem Vorhaben und bat ihren Mann zu bleiben. Noch einen Verlust würde sie nicht ertragen. Doch Priamos wollte wenigstens versuchen, seinen geliebten Sohn noch einmal zu sehen und in die Arme zu schließen, auch wenn er dafür mit dem Leben bezahlen musste. Und so ließ er einen Eselskarren mit herrlichen Geschenken und wundervollen Schätzen beladen und seinen eigenen Wagen anspannen. Die Familie verabschiedete Priamos unter Tränen. Würde sich der schreckliche Achill wirklich bereit erklären, Hektors Leichnam freizugeben? Auf dem Weg zum Lager der Griechen gesellte sich Hermes in Gestalt eines griechischen Soldaten zu Priamos. Er bot an, ihn sicher zu Achill zu geleiten. Hermes schwang sich auf den Wagen, ergriff die Zügel und lenkte sie geschickt zum Schiffslager der Griechen. Dort angekommen, versetzte er die Wachen in einen tiefen Schlaf und führte die beiden Gespanne über den Graben und durch das Tor der Befestigungsanlagen, ohne dass irgendein Grieche etwas davon bemerkte. So gelangte Priamos schließlich vor das aus Lehm, Holz und Stroh errichtete Haus Achills. Hermes sprang vom Wagen und gab sich dem König als Gott zu erkennen. Er riet ihm, Achill auf Knien zu beschwören, den Leichnam seines Sohnes herauszugeben. Dann verschwand er. Priamos stand allein mit seinem Diener vor dem Haus. Der trojanische König schritt geradewegs auf Achill zu und warf sich vor ihm auf die Knie. Großer Achill, verzeih meinen Überfall und höre mich an. Ich bin allein, nur mit einem Diener gekommen und möchte dich um den Leichnam meines Sohnes Hektor bitten. Glaube mir, es fiel mir nicht leicht, hierher zu kommen. Doch ich will von meinem Sohn Abschied nehmen und ihn ein letztes Mal sehen. Gewähre mir diesen Wunsch. Bedenke, wie dein eigener Vater in einer solchen Situation handeln und fühlen würde. Ich habe dir ein unermessliches Lösegeld gebracht und bitte dich inständig, mir den Leichnam zu überlassen. Tatsächlich, alter Mann, du verdienst meinen Respekt. Welch ein Mut, hierher zu den Schiffen zu kommen und mir deine Bitte von Angesicht zu Angesicht vorzutragen. Mir, dem Mann, der dir so viele Söhne geraubt und so viele tapfere Streiter erschlagen hat. Steh auf und setz dich zu uns. Lass uns den Kummer beim Essen stillen. Es hilft ja doch nichts, dass wir traurig sind. Das Schicksal und die Götter haben uns Sterblichen viel Kummer und Leid bestimmt. Lade mich nicht ein, mit dir zu speisen, Liebling des Zeus. Wenn du ein Herz hast, gib mir den Toten, der noch unbeerdigt hier im Lager liegt. Ich will ihn, ja, ich muss ihn sehen. Erfreue dich an dem Lösegeld, das ich dir gebracht habe. Lass mich in Frieden ziehen und kehre alsdann zurück in deine Heimat. Reiz mich ja nicht, alter Mann. Weißt du nicht mehr, wo du dich befindest? Ist dir dein Mut zu Kopf gestiegen? Ich selbst habe vor, dir den Leichnam Hektors zu überlassen, denn meine Mutter brachte mir eine Nachricht des Zeus. Auch weiß ich, dass dich ein Unsterblicher hierher geführt haben muss, sonst wärst du niemals an den Wachen vorbei und unbemerkt ins Lager gekommen. Und doch bleibe ich bei allem, was der Götterwille ist, immer noch mein eigener Herr. Wage also nicht, mich herauszufordern, dass ich mich dem Befehl der Götter widersetze. Noch ist meine Wut über den Verlust des Freundes nicht verraucht. Nach diesen Worten war Priamos still und fügte sich dem Willen Achills.
Die Schätze wurden vom Eselskarren geladen und hereingeholt. Von Priamos unbemerkt gab Achill Anweisung, den Toten zu waschen, zu salben und in frische Leinentücher zu hüllen. Der Leichnam Hektors wurde auf den Wagen gelegt, und als Achill in sein Haus zurückkehrte, saß Priamos wie ein Häufchen Elend vor dem Feuer und starrte in die Flammen. Dein Sohn ist ausgelöst, König, wie du es gewünscht hast. Er liegt draußen auf dem Wagen, und sobald sich die Morgensonne erhebt, sollst du ihn sehen. Jetzt lass uns aber meinem Vorschlag folgen und gemeinsam essen. Du wirst noch genug Zeit haben, deinen Sohn zu beweinen. Achill ging hinaus zu den Herden, um mit eigener Hand ein Schaf zu schlachten. Gemeinsam brieten sie es über dem Feuer. Das Essen und der Wein machten auch Priamos etwas gesprächiger, und so saßen sie noch einige Stunden beisammen und redeten. Priamos war erstaunt vom Wuchs und der Gestalt Achills, der tatsächlich einem Gott glich. Aber auch Achill war vom König angetan und erkannte in ihm den würdigen Herrscher, der weise und großherzig war. Die Stunden vergingen. Edler Held, ich bin nicht mehr der Jüngste und brauche meinen Schlaf. Zeige mir bitte, wo ich mich eine Weile zur Ruhe legen kann. Gern, Priamos. Auch ich bin träge geworden. Warte bitte. Heda! Bereitet dem König ein Lager, dass er es ja bequem hat. So sei es, Herr. Leg dich in meinem anderen Zelt nieder, Priamos. Ich möchte nicht, dass man dich hier entdeckt und dir am Ende noch den Leichnam deines Sohnes streitig macht. Jetzt sage mir aber noch, wie lange du wohl für die Bestattungszeremonie brauchen wirst. Ich will so lange warten und auch unsere Kämpfer zurückhalten, bis ihr Hektor würdig bestattet habt. Wenn du es gestattest, Achill, möchte ich 11 Tage von dir erbitten. Du weißt, die Stadt ist eingeschlossen und wir müssen das Holz für den Scheiterhaufen von weit her transportieren. Gut. Ich will das Heer 11 Tage lang zurückhalten. Geh jetzt schlafen, alter Mann, und habe keine Furcht. Ich werde darauf achten, dass dir nichts passiert. Gute Nacht. Am anderen Morgen war auch Hermes in der Gestalt des griechischen Soldaten wieder in der Nähe und er geleitete den König sicher bis ans Ufer des Flusses Kamander. Dort verließ er ihn und kehrte auf den Olymp zurück, von wo aus er den Ausgang der Geschichte mit Wohlwollen betrachtete. Priamos und sein Diener trieben die Esel voller Trauer in die Stadt, in der zu so früher Stunde außer den Wachen noch niemand auf den Straßen war. Bis zum Mittag hatte es sich in ganz Troja herumgesprochen, dass Priamos mit der Leiche Hektors heimgekehrt war. Man begann augenblicklich mit den Vorbereitungen für die Bestattung. 9 Tage lang wurde Holz aus den Wäldern der Gegend herbeigefahren und ein riesiger Holzstoß vor den Toren der Stadt errichtet. Am Morgen des 10. Tages wurde Hektors Leichnam verbrannt und am Abend die Asche feierlich in einer goldenen Kiste in der Gruft der Königsfamilie beigesetzt. Penthesilea und der Tod des Thersites. Nach der Bestattung Hektors verschanzten sich die Trojaner wieder hinter den Mauern der Stadt. Die Stimmung bei Trojas Bürgern war auf dem Tiefpunkt angelangt. Unaufhörlich beklagten sie den Verlust ihres Heerführers. Die Situation war tatsächlich heikel. Nur noch wenige Soldaten waren imstande zu kämpfen, die Krankenlager waren überfüllt, sodass die Verwundeten sogar auf den Straßen lagen. In dieser trostlosen Situation erhielten die Trojaner nun von einer Seite Unterstützung, mit der sie nicht gerechnet hätten. Es erschien die Amazonenkönigin Penthesilea, eine Tochter des Kriegsgottes Ares, mit einer kleinen Schar ihrer Kämpferinnen vor der Stadt. Allerdings war sie nicht nur aus reiner Sympathie nach Troja gekommen. Seitdem Penthesilea bei einem Jagdausflug versehentlich ihre eigene Schwester mit einem Speer getroffen und getötet hatte, wurde sie jede Nacht von den Erinnyen heimgesucht. Diese Rachegöttinnen straften sie mit schweren Gewissensbissen. Penthesilea hoffte nun, ihre Blutschuld durch einen den Göttern wohlgefälligen Feldzug wieder gut zu machen und hatte sich deshalb entschlossen, nach Troja zu ziehen. Als die Trojaner Penthesilea, die zarte und doch gewaltige Königin der Amazonen, herannahen sahen, öffneten sie sogleich die Tore.
In ihrer Rüstung sah sie gefährlich und doch anziehend aus. Ein Lächeln umspielte ihren Mund und ihre Augen leuchteten wie Sonnenstrahlen unter den langen Wimpern hervor. Penthesilea war hocherfreut über den freundlichen Empfang. Nach einem gemeinsamen Abendessen mit der königlichen Familie erhob sie sich und schwor, dass sie mit ihren Amazonen Troja der Gefahr entreißen und die Griechen aus dem Lande jagen würde. Vielleicht hätte Penthesilea den Mund nicht so voll genommen, wenn sie Achill selbst schon einmal auf dem Schlachtfeld begegnet wäre. Am nächsten Morgen zogen die Amazonen und die trojanischen Truppen unter Penthesileas Führung aus der Stadt hinaus in Richtung des griechischen Lagers. Von dort aus beobachteten die Wächter verwundert den mutig herannahenden Feind. Die Griechen hatten sich nach der langen Kampfpause bereits an die Mutlosigkeit der Trojaner gewöhnt und rechneten nicht mehr mit einem erneuten Angriff. Sie stürzten zu ihren Waffen, warfen sich in ihre Rüstungen und strömten kampfeslustig zum Lager hinaus. Bald begann die Schlacht und der Kampf glich an Grausamkeit und Gewalt den Vorangegangenen. Wieder rötete sich der Boden vor Troja. Die Amazonen waren für ihre Grausamkeit bekannt und wer ihren Weg kreuzte, dessen Schicksal war besiegelt. Immer weiter stürmten die kriegstollen Frauen. Die trojanischen Soldaten waren schon allein ihres männlichen Stolzes wegen gezwungen, es den Amazonen gleichzutun. Sie kämpften wie die Löwen und es sah zunächst so aus, als ob Penthesilea die Griechen tatsächlich schlagen könne. Berauscht vom Blut und vom Getümmel der Schlacht forderte Penthesilea schließlich die Griechen immer wieder heraus, ihre besten Helden nach vorne zu schicken. Sie rief lauthals nach Diomedes, Ajax und Achill, doch war von diesen weit und breit nichts zu sehen. Und so schlug sie weiter voller Verachtung auf die Griechen ein, ohne dass sie dabei auch nur einen der berühmten Helden traf. Der große Ajax und Achill lagerten mit einigen Männern fern des Schlachtfeldes, dort, wo sie den Leichnam des Patroklos verbrannt hatten und gedachten des Freundes. Die beiden hatten von der Schlacht, die vor dem griechischen Lager tobte, nichts bemerkt. Als sie sich endlich auf den Rückweg machten, hatten sich ihre Kameraden bereits hinter den Graben zurückgezogen und standen mit dem Rücken zum Verteidigungswall, der das Lager umgab. Als Ajax und Achill endlich ihren Landsleuten zu Hilfe kamen, wendete sich augenblicklich das Blatt. So sehr sich die Amazonen auch bemühten, gegen die beiden Helden und ihre ausgeruhten und kampfeslustigen Soldaten, hatten sie nicht mehr die geringste Aussicht, das Lager der Griechen zu erstürmen. Und es kam, wie es kommen musste. Die Amazonenkönigin erblickte mit einem Mal einen mächtigen Mann im Schlachtengetümmel, der seine Mitstreiter allesamt an Größe und Stärke überragte. Das musste einer der griechischen Helden sein. Ihr kriegerisches Herz frohlockte und sie kämpfte sich zu ihm durch. Es war Achill, den sich Penthesilea als Gegner auserkoren hatte. Mutig rannte sie auf ihn los und schleuderte den Speer gegen den griechischen Helden. Sag mir, Weib, wie kannst du dir anmaßen, dich mit dem gewaltigsten Helden der ganzen Erde anzulegen? Mit mir, der ich das Blut des mächtigen Göttervaters Zeus in mir trage. Du musst es Wahnsinn sein, dass du mich bedrohst. Die mutige Penthesilea zeigte sich jedoch unbeeindruckt von den großen Worten des Achill und griff zur Axt, sprang auf ihren Gegner zu und versuchte, ihn am Arm zu treffen. Mit seiner unbezwinglichen Lanze stieß er ihr jedoch tief in die Schulter, dass das schwarze Blut aus der Wunde strömte und alle Kraft ihren Körper verließ. Die Axt fiel ihr aus der Hand und sie taumelte. Benommen sah sie ihren Gegner, der herangesprungen kam, um sie vom Pferd herunterzuziehen. Sie dachte einen kurzen Augenblick, ob sie ihr Schwert ziehen und sich wehren oder vom Pferd steigen und den Helden um Gnade bitten sollte. Aber Achill ließ ihr keine Zeit, sich zu besinnen. Im Zorn über ihren Stolz durchbohrte er Pferd und Reiterin mit einem Stoß. Am Speer zuckend rutschte sie vom Pferd herab, das sterbend in den Knien lag. Mit dem Tode Penthesileas erlosch für die Trojaner der letzte Hoffnungsschimmer. Als sie bemerkten, dass die Amazonenkönigin getötet worden war, verließ sie der gerade wiedergefundene Mut und sie flohen in Panik zurück zur Stadt. Achill kniete indessen neben der Toten nieder und bewunderte ihre Schönheit und Anmut. Er nahm der Amazonenkönigin den Helm ab und betrachtete sie lange. Hatte er eben noch ihren Körper den Hunden und Raubvögeln zum Fraß vorwerfen wollen, blickte er nun mit Wehmut auf die schöne Jungfrau und es wurde ihm warm ums Herz.
Nun liegst du hier den Raubvögeln und Hunden zum Fraß. Wer hat dir nur geraten, dich mit den gewaltigsten Helden der Erde zu messen? Oh, kleine Närrin, wie mutig und wie dumm von dir. Da kam der Spötter Thersites an ihn heran. Sieh an, der große Held. Erst rammt er ihr den Speer in den schönen Leib und dann grämt er sich, dass er sich ihrer Schönheit nicht mehr lebend erfreuen kann. Bist wohl selbst ein Weib geworden, Achill, dass dich ihr Tod so ergreift. Achill, was soll das? Achill. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, Schandmaul. Im Rat und im Feld hast du dich nie besonders hervorgetan. Das Einzige, was du tun konntest, war die anderen zu schmähen. Jetzt liegst du im Staub und magst deine Torheit vergessen. Denn Torheit ist es, wenn sich der Schlechte mit dem Besseren gleichstellt. Thersites war zwar abgehärtet, denn er hatte sich schon des Öfteren Prügel für seine treffenden Kommentare eingehandelt. Und auch diesmal hatte er ja eigentlich nur die Wahrheit gesagt. Doch mit Achill hätte er sich besser nicht anlegen sollen. Dessen letzter Schlag war so hart, dass Thersites nach kurzer Zeit aus dem Leben schied. XXXI. Der Tod des Achill. Achill wandte sich wieder der Schlacht zu. Er blickte nach Troja hinüber und sah, dass dort einige Trojaner vor dem geschlossenen Stadttor verzweifelt um ihr Leben kämpften. Er rannte zum Kampfplatz hinüber. Wie ein Besessener sprang er gegen das Tor der Stadt und versuchte es mit aller Macht aus den Angeln zu heben. Mit seiner übermenschlichen Kraft stemmte er sich gegen die beiden Torflügel, dass die Balken unter dem gewaltigen Druck ächzten. Da stieg Apoll vom Olymp herab, um Troja zu Hilfe zu eilen. Unbemerkt begab er sich zu Achill. Lass ab von Troja, Achill! Sieh dich vor, dass du die Grenzen deiner Macht nicht überschreitest. Wohl wissen wir, dass du die göttliche Kraft besitzt, dieses Tor zu zerschmettern. Doch es steht dir nicht an. Das Schicksal hat anderes für dich entschieden. Hüte dich, dass keiner der Unsterblichen dich ins Verderben stürzt. Willst du mich reizen, mit den Göttern zu kämpfen, indem du die feigen Frevler unterstützt? Schon einmal hast du mich in Rage gebracht, als du Hektor vor dem sicheren Tod bewahrtest. Nun höre meinen Rat. Entweiche zu den Deinen im Olymp, bevor ich meinen Speer gegen dich wende. Mit diesen Worten wandte sich Achill wieder seinen Feinden und dem Stadttor zu und hatte damit den Bogen tatsächlich überspannt. Zwar war er der Sohn einer Göttin, doch war er den Göttern nicht gleichgestellt und hatte sich deswegen den Fügungen des Schicksals zu beugen. Zornig hüllte sich Apoll in eine schwarze Wolke, legte den Pfeil auf seinen Bogen und schoss aus dem Nebel in die Ferse Achills, die einzig verwundbare Stelle an seinem Körper. Den Helden durchfuhr ein stechender Schmerz bis ins Mark und wie ein unterhöhlter Turm fiel er in sich zusammen. Auf dem Boden liegend spähte er ringsumher. Welch feiger Hund hat mir aus der Ferne diesen tückischen Pfeil geschickt? Wer? Kam er von der Mauer? Oder liegt noch ein Feigling irgendwo im Hinterhalt? Oh, mir schwankt Böses. Es war der verfluchte Apoll. Hey, hörst du mich? Oh, verflucht sei dieses Schicksal, das sich gegen mich entschieden hat. Der Held zog den Pfeil aus der unheilbaren Wunde. Zornig schleuderte er ihn von sich, als er das schwarze Blut nachquellen sah. Apoll hob den Pfeil auf und kehrte in den Olymp zurück. Da erinnerte sich Achill an die Weissagung seiner Mutter Thetis, dass ihm am Tor von Troja das unheilvolle Geschoss seines Gottes den Tod bringen würde. Er wollte sich nur noch einmal aufraffen, bevor es mit ihm zu Ende ging. Mit letzter Kraft rannte er gegen das Tor, doch seine Glieder wurden kalt und er brach an Ort und Stelle zusammen. Der größte aller griechischen Helden war tot. Von der Mauer herab erklang ein Jubelschrei. Es war Paris, der als erster verstanden hatte, was geschehen war. Und er rief es in die Ebene hinaus und in die Stadt hinein, dass es alle hören konnten. Auf der Mauer wurden Freudentänze aufgeführt.
Die Griechen standen wie gelähmt vor der Stadt. Erst als Ajax sich durch die Reihen der Soldaten einen Weg zum Tor bahnte, erwachten sie von ihrem Schock. Jene Trojaner, die sich noch außerhalb der Mauer befanden, waren von neuer Kraft durchdrungen und versuchten, an den Körper des Toten heranzukommen, um ihn seiner Rüstung zu berauben. Und obwohl sich die Griechen unmittelbar vor der Stadt befanden, wurde das Tor geöffnet und mehr trojanische Soldaten strömten heraus, um sich des Toten zu bemächtigen. Ajax umkreiste jedoch die Leiche und verscheuchte mit erhobener Lanze alle Feinde, die sich näherten, und wenn sich einer zum Kampf mit ihm heranwagte, so empfing er den Todesstoß. Doch sie wurden immer mehr. Auch Paris war unter ihnen und er wagte es sogar, seine Lanze gegen Ajax zu richten. Der wich jedoch geschickt aus. Er ergriff einen Feldstein und zerschmetterte Paris damit den Helm, dass dieser bewusstlos zusammenbrach und die Pfeile aus seinem Köcher fielen. Seine Kameraden hatten kaum Zeit, den Schwachatmenden auf einen Wagen zu heben und nach Troja zurückzubringen, als Ajax erneut auf sie losging. Schließlich gelang es ihm, die Trojaner in die Stadt zurückzutreiben und den Körper des Achill in Sicherheit zu bringen. Nachdem die Griechen mit Achills Leichnam ins Lager zurückgekehrt waren, versanken viele in Agonie und Verzweiflung. Nestor musste sie ermahnen, die Bestattung ihrer Toten nicht zu vergessen. So zogen sie aus, um Holz für die Scheiterhaufen zusammenzutragen, und für Achill wurde ein riesiger Holzstoß aufgetürmt. Gold und Opfertiere wurden auf den Scheiterhaufen gebracht. Jeder der verbleibenden Helden schor sein Haupt kahl und sogar Achills Sklavin Briseis brachte ihre Locken als letztes Geschenk dar.